Hey, hier ist Eugene von Supportnet und heute haben wir für euch im Unboxing die M3 SSD mit insgesamt 128 GB von Plextor. Wir schauen kurz für euch rein, was ihr erhaltet, wenn ihr diese SSD im Laden kauft. Hier ist die Verpackung von der M3 SSD von Plextor. Diese SSD, die wir hier gerade haben, hat 128 GB, wie ihr vorne seht. Und ihr seht hier, wie gesagt, die Standardverpackung. So erhaltet ihr die SSD auch im Laden, wenn ihr sie im Laden kauft. Wenn wir einmal in die Verpackung hineinschauen, dafür öffnen wir einfach mal die Lasche hier oben und öffnen einfach mal, ziehen sie einfach mal hier kurz raus und sehen schon gleich die Verpackung. Hier seht ihr, wie das Ganze verpackt ist. Ich nehme mal die Verpackung kurz hier zur Seite. Einmal hier aufklappen und was sehen wir? Wir haben zum einen einen Einbaurahmen. Das ist für alle interessant, die einen 3,5 Zoll Einschub besitzen. Das heißt, dies ist eher geeignet für die Leute, die einen Desktop-PC besitzen. Dafür hat Plextor gleich den Einbaurahmen mitgeliefert. Das heißt, ihr könnt diese SSD direkt in euren Desktop-PC oder Tower-PC einbauen und so diese SSD sofort nutzen. Die können wir erstmal zur Seite legen. Was haben wir noch im linken Bereich, bevor wir selbst zur SSD kommen? Wir haben noch beigelegt eine CD mit Acronis True Image drauf und noch zusätzlich natürlich die User Manual, also die Beschreibungsanleitung. Zusätzlich ist nochmal die Beschreibungsanleitung in Textform oder ausgedruckt, besser gesagt, hier beigelegt. Nehmen wir auch kurz zur Seite. Wenn wir einmal neben die SSD schauen, dort haben wir natürlich auch noch Einbauschrauben, um die SSD in den Rechner einzubauen oder auch in das Notebook einzubauen. Dafür haben wir die zwei Einbauschraubensets. Und wenn wir nun zum Schmuckstück der Verpackung kommen, der SSD selbst, die können wir gleich mal hier rausziehen, sehen wir, hier ist sie, hier ist die SSD, wenn wir sie mal einfach aufziehen, mal rausziehen, das ist die SSD. Insgesamt ein recht schickes Design, das ist alles im Metall-Look. Hier seht ihr, wie sie insgesamt aussieht. Ihr habt hier noch natürlich die Anschlüsse, um die SSD in euren Notebook einzubauen oder auch in euren Desktop-PC oder auch Tower-PC. Das war es mal zum Unboxing von der Plextor M3 SSD mit insgesamt 128 GB. Ihr findet natürlich auf unserer Seite supportnet.de noch den ausführlichen Benchmark dazu und den ausführlichen Test dazu. Dazu müsst ihr einfach kurz auf unsere Seite schauen. Dieses ist auch unten verlinkt unter das Video. Einmal raufklicken, dann könnt ihr wie gesagt den Benchmark sehen oder auch den großen Vergleich mit den anderen aktuellen SSDs, die aktuell auf dem Markt sind, sehen. Wenn ihr Fragen zur Plextor habt, kommentiert einfach das Video und fragt eure Fragen einfach unter das Video und abonniert unseren Kanal. Das war es mal von mir und ich sage ciao.